Hier ist Kelly. Für Chuck die 1 drücken, sonstige Anrufe nach dem Signalton bitte auf Button. Hallo Kelly, bist du da? Geh ran. Du bist nicht da. Du fehlst mir, ich will sofort einen Kuss von dir. Ich bin hier 2 Minuten fertig, nehme dann die Maschine zurück über Paris und müsste dann in ca. 18 Stunden in Memphis landen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, ich muss diese Woche noch zum Zahnarzt. Irgendwas tut da weh. Ich liebe dich, wir sehen uns gleich auf Christmas Fest, das weißt du. Leute, und damit herzlich willkommen zu Stranded Deep, den Überlebenssimulator von Castaway verschollen mit Tom Hanks. Yo. Wir haben ein kleines Intro gemacht. Sollen wir auch wissen, um was das überhaupt geht. Ja, wir sind jetzt in der 0.03 Version. Wir sind jetzt quasi hier mit unserem Raft unterwegs, um zu überleben. Und das Paddel brauchen wir da nicht zum Überleben. So, Fakt ist, was wir brauchen erstmal, Leute. Ist auf jeden Fall. Eine Palme. Denn Palmen bringen Wärme, Schutz und Geborgenheit. Nein, Quatsch. Wir brauchen diese Palmen. Ups. Na? Das ist schon ein ganzer Ast hier, lol. Denn wir werden jetzt mal aufmachen, Insel zu suchen, auf jeden Fall. Ist das schon ab jetzt hier, oder was? Hallo, Bug, oder? Ah, ne, ich wollte schon sagen. So, 4 brauchen wir davon. Jucker, komm, lass jucken, Alter. Jucker. Ich bin mit der Steuerung noch nicht so wirklich vertraut, Leute. Von daher, wenn ich jetzt Fehler mache. Oh, cool, nochmal Jucker. Na? Ja, von daher, Leute, mit nicht übel. Einfach, was ich jetzt hier so mache, habe ich mich von anderen Playern so angeeignet, die ich mir so zugeguckt habe. Oh, nicht ruf ihn auf. Ah, oh, bist du verrückt. Oh, nochmal Sticks. So, schnell laufen ist bei mir so eine Sache, Leute. Zurzeit habe ich nämlich meinen Finger noch in so einem Teilguss, weil ich habe mir vor einigen Wochen den kleinen Finger gebrochen. Jetzt rein sogar. Einigen Wochen Finger gebrochen. Und das heißt nämlich, jetzt haben wir, genau, 4. Das heißt, wir haben alle da, um uns ein Bett zu machen. Genau. Denn wir werden jetzt mal eine Insel suchen. Um quasi uns einzunisten. Uns ein Hütchen zu bauen, wo wir uns dann niederlassen können. So, das heißt, wir werden uns mal in die Richtung bewegen. Naja, der Trick klappt doch so. Die Insel da, die ist größere. Ja, aber ich sagen wollte, ich habe quasi meinen Finger gebrochen beim Fahrunfall. Und das war leider ein Trümmerbruch, also der kleine Finger auf der linken Hand. Und ihr wisst ja, die linke Hand braucht man ja quasi zum Laufen, WASD und so.
Der Gips ist Gott sei Dank schon abgezeigt, quasi so eine Art Schiene gekriegt. Das heißt, ich kann jetzt nur gleich sehr schwer mich schnell fortbewegen. Deswegen hoffe ich mal, dass wir uns bei irgendeinem Boot auf jeden Fall finden, also so ein Wrack. So schnelle, ja, wie hat man dazu, so eine Flossen finden. Und schneller bewegen können unter Wasser. So, um das Bett zu brauen, um das Bett zu bauen, brauchen wir eigentlich keinen Hammer und keine Axt, von daher werden wir uns wirklich nur auf den Weg machen und uns erstmal eine Insel suchen. Die Ressourcen oder so, die werden wir erstmal links liegen lassen, außer vielleicht mal trinken und essen. Wäre mal ins angebracht, aber mal gucken. Das ist ein Schiffswrack. Machen wir eine kleine Sightseeing-Tour hier. Ah, nee, es ist clean. Die Insel ist zu klein, Leute, da können wir uns nicht hier lassen. Wie gesagt, wir haben jetzt mal Zeit, bis Nacht wird, weil nachts ist wirklich dunkel hier. Und deswegen habe ich mal die ganzen Sachen für Matt mitgebracht, dass wir uns gleich dann quasi erstmal nur am Tage bewegen hier in Stranded Deep. Mal gucken, die Fahrten hier, die werden mal vielleicht rausschneiden oder vielleicht vorspulen mit Musik unterlegen. Ich muss ja bloß aufpassen, dass ich keine GEMA-Musik benutze oder so, ne? Das ist ja mal, YouTube ist ja ein bisschen streng, was das betrifft. Aber da ich ja auch selber Musik mache, kann ich ja meine eigenen Tracks nehmen und es untermalen. Müssen wir mal gucken. So, wie nennst du denn die nächstgrößte Insel hier? Die auch sehr, eigentlich sehr groß aussieht, wenn man es so sagen könnte. Könnte man das so sagen? Groß, größer am größten. Wie in meiner Hose. Nee, Quatsch. Da ist es smaller am mittelsten. So, Sightseeing-Tour, willkommen. Ist eigentlich schön groß, diese Insel, oder? Nee. Roms! Roms! Genau, los jetzt hier! Muss aufpassen, dass wir im Kreis fahren. Deswegen werden wir uns zu der Insel da schwimmen. Nein! Bum 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 bum. Top Speed, komm, Full Speed, der Hai kann uns mal. Wir sind eh schneller. Wir sind gelb, Alter, hallo? Das ist ja wohl die fairste Farbe überhaupt hier in dem Spiel. Darum lieb ich alles, was so gelb ist, weil mein Gummiboot ein Überlebensboot ist. Ein Survival Boat. Nein, das ist natürlich nicht. Aber es ist halt. Oh, ich muss aufpassen. Nein! Ja, und ich habe mal mitgekriegt, Leute, wenn ich habe ja mal schon so ein kleines Testspiel gemacht, dass ich ein bisschen klarkomme mit der Steuerung, dass ich mich ganz so nubisch anstelle. Oh, guck mal, hier ist ein Boot. Wenn ihr auf einer Insel seid und ihr guckt nach rechts und links, ihr seht keine Insel mehr. Schwimmt in die Richtung, weil da kommen auf jeden Fall diese Türme. Dieser Watchtower ist ja auch nicht so eine, weiß ich nicht, Bohrinseln, könnte man sagen. Das ist nämlich dieses Merkmal daran. Also einfach in die Richtung schwimmen, wo keine Inseln spawnen oder Inseln in Sicht sind. Dann kommt ihr auch zu diesen Bohrtürmen. So, was haben wir hier schon? Ein Rochen, okay. Man, das wird zum Beispiel so eine. Ach, warte, ich versuche mal kurz zu rennen hier, genau. Aber wenn wir jetzt in die Richtung schwimmen würden, Leute, dann wären wir auch garantiert auf diese Bohrinseln kommen. Weil, ihr seht, ringsherum keine Insel. Da ist wieder eine Insel. Und da ist auch keine. Doch, da ist eine Insel. Das heißt, in diese Richtung eventuell müssten diese Bohrinseln eigentlich kommen. Das werden wir gleich mal hinfahren. Weil bei diesen Bohrinseln kann man halt sehr gut Ressourcen finden, also viele Ressourcen. Guck mal, was haben wir hier drin? Torch, Alter, den Ernst?
Braucht denn hier eine Torch, wenn man ein Bett hat, Alter? Du brauchst keine Torch, wenn du ein Bett hast. So, was machen wir jetzt mal schnell? Was sagt denn das? Essen und Trinken, und die eigentlich noch, guck mal. Nein, nicht wegschmeißen, Flatsch. Er schmeißt das Paddel hier weg, lol. Au, Schmerz! Ey, cool. Wir haben einen Rife Raft. So, das heißt, wir bewegen uns jetzt mal in diese Richtung, ne? Genau. Natürlich mit Top Speed. Denn wir fallen quasi ins Ungewisse. Der Hai kann es ja geblenken, da wird. So, ab geht da. Da ist wieder ein Boot, meine, voll viele Boote. Ich hoffe, ich habe mir die Theorie recht. Oh, warte mal. Warte mal. Okay, ist eigentlich voll. Wie die Bank von England. Yes! Komm, wir gucken uns die Case an. Ah, Sachen. Nee, Sachen wollen wir nicht. Geht nicht auf, okay. Man kann ja auch schneller schwimmen, ja. Power up, Alter. Warte mal kurz zu tun. Der hat's voll drauf, habt ihr gehört, Alter? Der hat's richtig drauf, Alter. Wenn der im Pornofilm mitspielt, dann wird der auf jeden Fall der beste. Ah, Full Tank, nee, komm. Ah, Mäbs hier nicht? Doch, hier noch. Morphin, ah, komm, nee, Morphin brauchen wir nicht. Ich denke mal, dass wir so schnell was brechen würden. Oh ja. Huh, Alter, ho. Nee, komm. Wir werden es jetzt. Kann man springen hier? Nee, kann ich. Doch. Oh. Super Mario in Real Life. So, wir waren auf dieser Insel. Wir wollten jetzt quasi in diese Richtung. Denn ich hoffe mal, dass meine Logik auch aufgeht. Jedenfalls war jetzt so bei dem Testlauf. Dachte ich auch so, wo sind die Inseln? Keine Inseln? Und auf einmal tauchten vor mir diese Bohrinseln auf. Ja, nicht so eine Insel. Das ist ja quasi eine Boje. Eine Boje wollen wir nicht. Damit können wir halt nicht anfangen. Aber eine Boje heißt ja meistens, dass es normalerweise das Leben gibt, ne? Also, von daher. Eigentlich ein bisschen unrealistisch gemacht, das Spiel. Ich fahre einfach mal in die Richtung hier. Komm, hier ist keine Insel. Begeben wir uns auf unbekannte Gewässer. Wir werden mal schauen, was uns entgegenkommt. Noch sehen wir nichts. Oh, ja, what the fuck. Okay, und vor uns noch eine Insel auf. Das ist natürlich nicht so gut. Wenn wir uns mal zu dieser Insel begeben. Und zwar mit Turbo. Bitte, Turbo, ja genau, Turbo. Schnellpaddler, ey. Bam, 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 bam. Was das für Kraft das anbringt, so schnell zu paddeln, Alter. Also ich meine, langsamer paddeln ist ja schon sehr anstrengend, wenn man so Wasser so wegschiebt, ne? Um vorwärts zu kommen. Und der muss ja quasi wirklich vorne sitzen. Sonst würden wir uns ja nur im Kreis drehen. Da ist die Taktik, die Day macht. Die hat schon was auf jeden Fall. So, ja, wir fahren mal zu dieser Insel. Ach, leider ist meine Tür nicht wieder. Sorry dafür. Scheiße, ich dachte, wäre vielleicht eine neue Theorie, Alter. Eine neue Shuttler-Theorie. Die Shuttler-Theorie. Neu bei Wiki, nee, Google Wiki. Wiki. Hey, Wiki. Komm. Vielleicht sind ja auch unsere Trauminsel jetzt, wo wir uns niederlassen werden. Da ist ein Hai. Ach, können jetzt nicht die Bohrinsel kommen? Das ist diese ganze Pain, was ich jetzt gesagt habe. Nein, entschuldige mich, einen zurück. Es kommen halt doch keine Bohrinseln hier. Nur wieder normale Inseln. Aus wie ein Delfin, aber war kein Delfin. Oh! Das ist ja schön. Ein Boot.
Schade, keine Bohrinseln. Ist ja nicht. Komm mal, guck mal hier rauf hier. Guck mal hier rauf. Open door! Ich hab doch die Open door. Na komm. Na, los. Mann. Nun mach doch, ey. Ey, seriously, Alter? Lol, in den Ernst? Na, komm irgendwie rein hier. Komm mal rein. Aber oh, da kommen wir nicht mehr hoch, wa? Gut, machen wir Trick 17. Komm her, Tricks. Oh, wow. What the fuck, Alter? Nicht so schnell. So. Siehst du? Klappt doch immer hier. Oh, Bandagen. Und ein Fuel Tank. Hm. Eine Jerrycan. Ey, das brauchen wir erstmal halt gar nicht, Leute. Das ist. So, dann fahren wir mal in die Richtung. So. Also, wie gesagt, die Theorie hat nicht geklappt. Leider. Von daher vergesstete. Weil dann quasi, aber auf jeden Fall wird sich ja ein neues Biom hier öffnen. Oder neue Umgebung. Wenn da quasi keine Inseln sind. Von daher. Weil vielleicht bei der anderen Map nur Glück gehabt, dass da genau vor mir wieder diese Dinge aufgetaucht sind, diese Bohrinseln. Keine Ahnung. So, es wird Nacht, Leute. Dann ist hier immer schnell ein Bettchen bauen. Ein Bettchen. Ein Bettchen und das ist eine große Insel. Oh, der Mond geht auf. Wenn der Mond aufgeht, Alter. Wow! Hier ist ein Boot. Wir müssen mal hier hinstellen, damit wir wissen, wo wir gekommen sind. Ach komm. Ach komm noch. Alter. Komm, Speedrun hier, Alter. Und sleep on. So, die Sonne geht auf. Cool. All I wanna do is sticks and stones. All I wanna do. Ich schwitze nur schade, dass man dieses Bett nicht mitnehmen kann. Das wäre echt noch ein Highlight. So ein Bett mitzunehmen ins Inventar. Bei Minecraft ging es ja auch. Hey, ist los. Aber vielleicht kommt die halt noch, ne? Die Steine brauchen wir nicht. Gibt's hier Yucca? Da ist Yucca. Nein, nicht hochgehen hier, lol. Ich kann ja nicht schnell laufen, Leute, wegen meiner Kralle. Ist nochmal Yucca. Zack, zack, so. Und hier gucken wir uns drauf. Das war. Ey, bleib doch mal stehen, Junge, Alter. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Ey! Wo willst du hin, Alter? What the fuck, man? So. Bam, hast du gesehen, ja? Na?
Shrink Able. Drink Able, so. Na? Stehen wir jetzt zu fressen. Dass wir quasi gestärkt sind für unsere nächste Reise hier. Schnabulieren. So, komm. Der Trick hier hoch. Ne? Da geht's hier hoch. Ha! Alter, hast du dich gedacht, war nur ein Scheißteil? Bäm, genau, der Geräusch fällt mir. Bam. Ist jetzt etwa mein Messer kaputt? Noch nie, oder? Ah, komm. Sticky, sticky, higgy. Ja, das ist ja nervig. Nee, das ist ruhig, genau. Na, sag mal. Ne Jucker. So, immer her die Axt hier. So, wo waren wir hier stehen geblieben, hier, du Scheißteil? Na, geht doch. Gut. Gibt's hier irgendwelche Schiffe, die wir mal uns kurz angucken könnten? Da gibt's ein Schiff. Wollen wir nicht? Komm, wir gehen mal schnell luschern. Wo wir das schnell finden können. Naja, gut. Yes, wir ihn schön quälen können hier. So, gut. Dann was ausgesorgt. Kartoffeln. Wegschmeißen hier. Ja, wie gesagt, Steuerung noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Wo ist denn unser... Wo ist unser Paddel hin? Ach, okay. So, wir sind jetzt quasi von da gekommen. Da ist ein Boot unter uns. Was sind die da in der Ferne? Diese kleinen Punkte da. Auch Inseln, ja, wa? Stimmt. So, schneller bitte. Den Turbogang ein, ey. So eine Steinzeit. Lol. Hi, hi. Oh, hi, hi. Ja, das dröhnende Piano. Also wie so ein Hai, ey. Just my zip. Tin, 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 tin. All I wanna do is sticks and stones. Ist schon unser Messer kaputt gegangen? Das gibt es ja nicht, Alter. Ist das so schnell kaputt hier? Ist für mich ein Wahnsinn. Ich will ein Schiffswrack.
Alter, wenn wir unsere Insel haben, Leute, können wir genug Schiffe erkunden, aber jetzt erstmal. Eine Heimat finden. So große Insel zu finden, ist eigentlich so einfach. Wir hoffen mal, dass es eine große Insel ist. Wir hoffen es einfach mal. Jetzt für ein klares, wenn da unser Bett stehen würde, Alter. Oh, okay, der hat schon einen großen Strand vorne. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr nice aus. Naja, Pisti, du hast ja Ruhe. Darf man nicht sagen. Sieg ja aufpassen. Einfach mal frei sein, einfach gucken, was da abgeht, Leute. Wir müssen ja gucken hier, wo wir mal hier hinkommen. Wenn wir mal quasi mitten ins offene Meer fahren, ohne Insel in Sicht. Okay. Insel in Sicht. Scheiße. Mir alles, Alter. Weil ich denke mal, das braucht ja auch hier Kraft, ne? Gerade weil es so trinken angeht und essen, deswegen. Man immer so viel, dann poppt anscheinend immer neue Biom auf, sag ich mal jetzt hier. In Terraria-Sprache, ne? Was mal interessant wäre, wenn es so quasi so eine Karte ist und schon so eine Markierung ist, wo du überall lang gefahren bist. Das wäre mal wirklich interessant. Meine, vielleicht waren wir jetzt auf dieser Insel ja schon. Oder sind schon dann vorbeigefahren. Kann ja auch sein, ne? Guck mal direkt die. Oh! Kickt euch mal das an. Da vor uns aufploppt. Schon dieser große Strand da vorne. Aber ich hoffe, das ist keine Täuschung. Bitte sei keine Täuschung, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, oh, kickt euch das mal an, das sieht ja wirklich nice aus. Schöner langer Strand. Oder? Wir gucken mal. Na, Shift-Taste. Stern. Felsen hier. Ach ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, nee. Nee, komm. Ist mir als zu unnehmen hier, viel zu viel Steine im Weg. Geht mal gar nicht. Was? So, gut. Wir kommen jetzt von da. Hier fahren wir raus in die Tiefe. Ins ungewisse Meer. Ungewiss. Ungewiss Meer. Einfach mal gucken, wo wir jetzt hier rauskommen. Aber wir wollen ein bisschen gucken hier. Ein bisschen erforschen, entdecken. Ne? Ist ja auch mal wichtig bei so einem Spiel. Ah, okay. Hey, oh, 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 oh.
ne? Quatsch. In sich komme! Oh, was ist denn das für ein Scheiß hier, ne? Blamier ich mich voll vom Hals. Los! Jetzt hier noch Superhero machen und hier Double Sprint Boot fahren, tust du, und dann kackst du hier vom Hai ab, Alter. Lol. Was läuft denn bei dir? Big Dislike, Alter. Big Dislike. So, die Insel ist natürlich. Ist doch nicht, weil sie zerf. Naja, gut. Wir müssen ja nicht raus. Oh, eine Boje. Waren wir hier schon? Sind die Boje von vorhin? Nee, oder? Das wäre natürlich jetzt natürlich sehr peinlich, wenn jetzt quasi auf unsere Anfangsinsel rauskommen. Na komm, plopp auf Zug, Insel. Plopp auf. Zeig mir, wie groß du bist. Zeig mir deine Größe. Oh, zwei Inseln. Das ist anscheinend getrennt. Jawohl. Oh, wir können die Insel gerade noch so sehen, Alter. Lol. It's a rainy day, when the sun will shine. It's a rainy day, it's a rainy day. It's a rainy day. So. Mann, scheiß das hier, Alter. So. Jukka. Da ist immer ein Boot. Ich muss mal sagen, die Insel hier fällt mir sonst. Mit dem Boot sieht es schon irgendwie cool aus. Hat schon ein bisschen so episch Feeling. Von daher, Leute, ich würde sagen, ich verabschiede uns erstmal für heute und dann sehen wir uns wieder. Also, bis dahin. Ciao, ciao.